Oh mein Gott. Das ist doch gerade ein Witz hier, oder? Der Hype ist real, sind wir am Start für euch, Freunde. Und nein, das ist kein Witz. Die PKM ist wirklich genauso stark, wie ihr es gerade gesehen habt. Es ist halt einfach das erste LMG, was man erhält. Hat am meisten Schaden, am meisten Reichweite. Also heißt, ihr killt einen Gegner auch auf richtig lange Distanzen mit nur 3 Kugeln. Und es hat vor allem sehr wenig Rückstoß. Also es ist wirklich ein perfektes LMG, um sich so an die LMG-Klasse zu gewöhnen einfach. Und vor allem in Bodenkrieg, wo es viel um Reichweite geht, richtig gute Gunfights zu gewinnen. Falls ihr auch keine weiteren Klassen-Setups dann von mir verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Aber wir gehen jetzt sofort rein in meine beste Klasse für die PKM. Was war das Ziel für mein Klassen-Setup, also für meine PKM hier? Halt die Stärken auszubauen, heißt Präzision weiterhin zu erhöhen, die Reichweite zu stärken, somit mehr Kills zu machen, bei denen man halt einfach nur 3 Kugeln braucht. Das passiert wirklich fast ausschließlich. Von daher fangen wir an mit der Mündung, haben hier den Monolithschalldämpfer, erhöht die Reichweite. Verringert leider die Zielverrichtungsgeschwindigkeit, ist aber nicht so schlimm, da wir das mit anderen Aufsätzen gleich noch ausgleichen. Wie ihr hier unten seht, die Mobilität geht leicht runter und in der Mobilität steckt die Aim-Down-Sight-Geschwindigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit. Aber wir passen uns halt auch dem Spielstil eines LMG-Spielers an, der eher defensiv spielt und nicht so hart reinrennt wie jemand mit einer MP. Wenn ihr die PKM aber schnell spielen wollt, habe ich auch noch ein Preset hier vorbereitet. Nur erstmal zu den Aufsätzen, mit denen ich halt auch meine Nuke gemacht habe. Seht ihr am Ende vom Video noch, ist auf jeden Fall Offstream erspielt worden. Also für die Leute, die die ganze Zeit Onstream dabei waren und nur gesehen haben, wie ich nach 20er Streak immer geone-hitted worden bin von Snipern oder 725ern und so weiter, können sich da jetzt hier noch das Gameplay kurz reinziehen am Ende. Ja, gehen wir weiter zum Lauf. Wir haben den verlängerten Lauf auf der Waffe. Sorgt weiterhin dafür, die Reichweite zu erhöhen, dafür zu sorgen, dass die Kugeln schneller am Gegner sind. Vor allem auf große Distanzen ist es auch sehr wichtig. Also sehr schön, dass der Lauf diesen Vorteil noch mit sich bringt und der Rückstoß wird durch den Lauf auch wieder ein bisschen reduziert. Nachteil wieder Zielverrichtungsgeschwindigkeit, aber der Schaft gleicht dann diesen Nachteil wieder aus. Ist der FFS Nahkampfschaft. Man könnte auch ohne Schaft spielen. Problem ist, Rückstoß geht ohne Schaft wieder höher. Heißt eher nicht so gut, deswegen Nahkampfschaft. Bei dem Griff hat man die Wahl zwischen dem gemusterten oder dem gummierten. Da meine PKM richtig wenig Rückstoß haben soll, habe ich mich für das gummierte Griffband entschieden und nicht für das gemusterte, denn Zielvorrichtungsgeschwindigkeit reicht mir aus, da man vor allem auf Karst River Quarry zum Beispiel, der Bodenkrieg-Map, viel auf den Häusern steht und die Gegner einfach nur von oben abaimt. Ist einfach wichtig, mit der Waffe dann so zu spielen. Und dann ist sie halt richtig mächtig. Also, nutzt die Vorteile aus und begebt euch nicht in so viele Situationen mit der Waffe, bei denen die Nachteile, also langsam einvisieren und langsam bewegen, euch dann behindern. Letzter Aufsatz, den ich auf der PKM habe, ist der Unterlauf, und zwar der Haltegriff. Das ist ein richtig nicer Aufsatz und den habe ich bisher auch nur auf der PKM gesehen. Der erhöht die Rückstoßkontrolle und die Zielverrichtungsgeschwindigkeit. Man hat als Nachteil nur das Bewegungstempo und in Modern Warfare wissen wir sowieso, wer sich viel bewegt, stirbt häufiger und das wollen wir natürlich nicht, deswegen ist das quasi gar kein Nachteil. Richtig nice Aufsatz auf jeden Fall, macht den drauf. Falls ihr jetzt doch ein Visier braucht auf der Waffe, weil euch das Iron Sight nicht gefällt, aber ich muss sagen, ist auf jeden Fall übersichtlich, macht den Nahkampfschaft runter und macht euch einfach noch das GI Mini Rotpunkt drauf, aber wie gesagt, braucht man normalerweise nicht. So, kommen wir zur Sekundärwaffe. Nur ganz kurz habe ich hier die letzte Pistole ausgewählt, die Deagle. Kopiert die Aufsätze einfach so, sind meiner Meinung nach die besten, falls dann das LMG doch mal leer ist, beziehungsweise man nachladen muss, was es ja, bevor man den 7. Kill erreicht, dazu kommen wir gleich noch, eher länger dauert. Deswegen hier die Deagle, kann man den Gegner mit 2 bis 3 Schüssen eliminieren. Manchmal auch einem, wenn man den Kopf trifft, muss man halt gut aimen. Aber so funktioniert die Deagle auf jeden Fall richtig gut bei mir. Deswegen übernimmt das, wenn ihr so Bock habt. Ansonsten spielt erstmal eine andere Pistole. Es geht hier hauptsächlich um die PKM. Zu dem nächsten wichtigen Punkt, den Extras, habe ich den Spezialistenbonus aktiviert. Aktiviert man mit Viereck, falls man schon Level 29 erreicht hat. Ist wichtig bei der Klasse. Also ich empfehle bei der PKM auf jeden Fall mit Spezialistenbonus zu spielen, vor allem wenn man die Nuke dann erreichen will, weil man dann alle Waffenextras bekommt auf der Waffe, wenn ihr dann 7 Kills am Stück gemacht habt. Heißt, ihr bekommt auch Fingerfertigkeit, um das LMG schneller nachzuladen. Deswegen habe ich das nicht von Anfang an dran, denn ihr würdet sonst einen Aufsatz verschwenden, der dauerhaft auf eurer Waffe ist.
Was habe ich als extra 1 gewählt? Ich habe als extra 1 KRD gewählt, um weniger Schaden durch Sprengstoffe zu erleiden und C4 Claymores Näherungsminen und Trophy-Systeme hacken zu können. Ist auf jeden Fall nice, macht man aber selten, außer man hat die Herausforderung. Hauptsächlich um Sprengstoffschaden zu vermeiden. Vor allem Panzer, Streaks. Hardliner. Wieso nicht Geist direkt, sondern Hardliner? Hardliner sorgt dafür, dass alle Abschussserien, also auch die Perks, die ihr mit dem Spezialistenbonus erhaltet, ein Kill niedriger angesetzt werden. Also macht ihr auch Geist direkt als erstes rein, dass ihr nach einem Kill sofort wieder nicht mehr von Drohnen erkannt werden könnt. Solltet ihr mit Streaks spielen, dann empfehle ich euch, Geist anstatt Hardliner zu verwenden. Extra 3 ist kampfgestillt, um von Anfang an sofort resistenter gegen Blend-, Betäubungs- und EMP-Effekte zu sein, also häufiger gegen Blendgranaten und Betäubungsgranaten. Die EMP-Drohne verwendet sowieso fast niemand und die stört jetzt auch nicht so heftig. Als erstes Extra, wie gerade schon gesagt, habe ich Geist, erhält man nach einem Kill. 2 Kills weiter schon, dann alarmiert, ist im Bodenkrieg vor allem sehr wichtig, falls euch Sniper aus großer Entfernung anschauen und ihr habt dann einen gelben Bildschirm. Heißt, ihr rennt sofort weg von der Position, wo ihr einen gelben Bildschirm hattet, sonst werdet ihr wahrscheinlich gleich gesniped. Als 5. Extra dann gegen die VTOLs, die gefühlt jede Minute am Himmel sind, kaltblütig und dann greift der VTOL euch einfach nicht mehr an. Außer random durch die Raketen, das ist halt schwierig, muss man sich dann trotzdem in Haus begeben, aber ist auf jeden Fall wichtig, das so zeitig wie möglich zu halten. Und 7 Kills, also 2 Kills, nachdem ihr kaltblütig gehalten habt, habt ihr dann sowieso alle Perks. Ist auf jeden Fall richtig heftig, da euch dann auch eure Näherungsmine oder der Stimshot zum Beispiel automatisch wieder aufladen, Näherungsmine, um doch mal eine Tür abzudecken, falls ihr an einem Spot stehen bleiben wollt, der jetzt in einem Raum mit 2 Ausgängen oder in einem Haus, wo ihr die Treppen hochlauft und unten eine S-Mine hinlegen, ist immer sicherer. Und der Stim, um euch nach einem Gunfight bzw. im Hitmarker von der Sniper instant wieder hochzuspritzen, ist auch sehr nice auf jeden Fall. Das war's mit dem knackigen Klassen-Setup zur PKM. Droppt mir auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt gönnt euch einfach noch den Nuke-Ausschnitt. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Haut rein. Oh mein Gott, 28er, Mann. Ich war schon so oft jetzt auf Streak wieder mit PKM. Wie wenigstens das jetzt wird. Ach du Scheiße. Ein Kill noch. Ich hab so Angst. Endlich! Ach du Scheiße, ich hatte 20.000 Fails mit der Scheißwaffe. Oh mein Gott. Endlich. Nein. Nein. Nein, Mann.